Buongiorno, benvenuti alla vostra nuova lezione di tedesco. In questo video parleremo del verbo avere, haben, in tedesco, e del suo utilizzo come il verbo principale e come il verbo ausiliare. Spero che esempi vi piacciono e che vi aiutino a capire meglio come funziona la frase tedesca, nel presens e nel perfect in Deutsch. Se il video vi piace, non dimenticate di iscrivervi a questo canale e se siete tutti pronti, iniziamo subito. Ok, allora, lo hai visto? L'hai visto? Hast du ihn gesehen? Dunque, quello hai in tedesco è hast. Du, in accusativo maschile, in, hast du ihn gesehen? Zum Beispiel der Mann, der Baum, l'albero, der Computer, cosa ho detto, der Tisch und so weiter. Hast du ihn? Hast du den Mann gesehen? Hast du den Baum gesehen? Hast du den Tisch gesehen? Hast du ihn gesehen? Accusativo maschile. Perché hai preso il taxi? Perché hai preso il taxi? Warum? Perché hai, hast tu il taxi preso genommen? Warum hast du das taxi genommen? Nehmen e prendere, il verbo nehmen, participio passato, genomen. Hai preso, hast du genomen. Hai visto, hast du gesehen, ok? Numero 3. In che libro l'hai letto? Hai letto questo. In welchem Buch hai, hast du, in welchem Buch hast du das, questo, letto, gelesen? Gelesen. Dunque, lesen, participio passato, gelesen. In welchem Buch? Dativo neutro con M. Das Buch, in dem Buch. In welchem Buch? Dativo. In welchem Buch hast du das gelesen? Hast du das gelesen? Hai la famiglia qui? Hai la famiglia qui? Dunque, qui hai solo il verbo avere. Hai, hast, tu, du. Hast du famiglia? Che? Dunque, non è passato prossimo. Es ist kein perfect, nie perfect. Es ist presens. Il verbo avere. Haben. Seconda persona singolare. Hast du. Hai, hast du famiglia? Che? Hai tempo domani? Di nuovo solo has du. Has du domani? Morgen Zeit. Tempo. Has du morgen Zeit? Has du, hai, has du Familie hier? Has du morgen Zeit? Mi dispiace, sono in ritardo. Mi hai aspettato molto. Mi dispiace. Tut mir leid, es tut mir leid. Sono in ritardo. Ich bin spät. Mi hai aspettato molto. Hast du lange, molto, auf mich gewartet? Es tut mir leid. Ich bin zu spät. Hast du lange auf mich gewartet? Dunque, in tedesco il verbo, dopo il verbo warten, dobbiamo usare e la preposizione auf plus accusativo. Hast du auf mich gewartet? Warten auf, sempre con auf. Come in inglese, wait for. Warten auf. Ok? Hast du lange auf mich gewartet? Hai dormito bene? Hast du gut geschlafen?
schlafen, il participio passato geschlafen. Geschlafen. Hast du gut geschlafen? Quanto tempo hai? Quanto tempo? Wie viel Zeit? Hai? Hast du? Wie viel Zeit hast du? Quanto tempo hai? E quanti soldi hai? Wie viel Geld? Di nuovo, hast du? Wie viel Zeit hast du? Wie viel Geld hast du? Hai le mani freddissime? Du hast kalte Hände. Solo haben. Du hast, ich habe, du hast. Er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Kalte Hände. Hai ragione. Du hast recht. Hai ragione. Du hast recht. Hai dei belli occhi. Du hast schöne Augen. Du hast schöne Augen. Hai già finito? Hai, hast du, già, schon. Finito, beendet. Hast du schon beendet? Hai già finito. Possiamo anche chiedere con bist du schon fertig, con fertig sein. Finire una cosa, fertig sein. Bist du schon fertig? Hast du schon beendet? Hai finito la colazione? Di nuovo, possiamo dire hast du das Frühstück beendet? Oder bist du mit dem Frühstück fertig? Bist du fertig? Bist du mit dem Frühstück fertig? Oder anche hai finito con lavoro, bist du mit der Arbeit fertig? Ok? Oder letteralmente hai finito, hast du beendet. Hast du beendet. Ok? Dove hai imparato l'italiano? Dove? Wo? Hai italiano? Imparato. Wo hast du Italienisch gelernt? Wo hast du Italienisch gelernt? Lerne, gelernt. Me l'hai chiesto già due volte. Tu. Du. Hai. Du hast. Das. Schon zweimal, già due volte, chiesto, gefragt. Du hast das schon zweimal gefragt. Possiamo anche dire me, du hast das mir schon zweimal gefragt. Hai studiato molto? Hai, hast du, molto, viel. Studiato, gelernt. Hast du viel gelernt? Hai perso qualcosa? Hast du qualcosa? Etwas perso, verloren. Dunque il verbo verlieren, perdere. Participio passato, verloren. Perché hai comprato un fiore? Warum hast du eine Blume gekauft? Warum hast du eine Blume gekauft? Hai ringraziato la zia? Hast du
der Tante gedankt. Der Tante. Tante di Tante. Femminile. Ma qui è, ci serve il dativo. A. Ringraziare. In tedesco va con oggetto indiretto, dunque alla zia, a qualcuno. E per esempio qui di diventa der in dativo. Der Mutter, der Schwester. Come il verbo geben, hai dato. Hast du der Tante etwas gegeben? Oder hast du der Tante etwas gesagt? Okay. Hai molti libri, solo il verbo avere, du hast viele Bücher, du hast viele Bücher. Hai capito tutte le parole, hast du alle Wörter verstanden. Il verbo verstehen, passive passato verstanden, hast du alle Wörter verstanden. Hai fatto molte domande, hast du viele Fragen gestellt, Verbo stellen, eine Frage stellen. Hast du viele Fragen gestellt? Dove hai imparato il tedesco? Dove hai, hast du, tedesco, Deutsch, imparato, gelernt? Wo hast du Deutsch gelernt? Hai visto questo film? Hai, hast du, questo film? Diesen Film visto, gesehen. Diesen, perché si tratta dell'accusativo maschile, cosa, che cosa? Den Film, hast du den Film gesehen? Sei sposato, hai figli? Bist du verheiratet? Und hast du Kinder? Dunque solo il verbo avere, haben. Bist du verheiratet und hast du Kinder? Lui ha visto e sentito tutto? È una domanda. Dunque, hat er alle, alles, visto, gesehen und sentito, gehört. Hat er alles gesehen und gehört? Chi mi ha preso di nuovo la matita? Wer hat meinen Stift wieder genommen? Oder wer hat wieder meinen Stift, accusativo maschile, meinen Stift wieder genommen, nehmen, genommen? Cosa ha appena detto lui, per esempio? Was hat er, adesso con A, was hat er gerade gesagt? Was hat er gerade, appena, adesso, in questo momento, gesagt? Lei ha i capelli lunghi. Sie hat lange Haare. Dunque solo il verbo haben. Sie hat lange Haare. Il mio scherzo ha divertito gli ospiti. Mein Scherz. Hat die Gäste amüsiert. Mein Scherz hat die Gäste amüsiert. Lui non ha mai soldi, verbo avere. Er hat nie Geld. Er hat nie Geld. Lui ha molto da fare. Er hat viel zu tun. Dunque solo il presente del verbo haben. Er hat viel zu tun. Ieri lui ha comprato una nuova macchina. Gestern hat er ein neues Auto gekauft. Gestern hat er ein neues Auto gekauft. Ti ha dato il suo numero? Lui. Hat er dir seine Nummer gegeben? Dunque, con dativo geben, dir. Hat er dir? Seine vuol dire di lui. Gegeben.
Lui mi ha dato il suo numero e ha hat mir seine Nummer gegeben. Er hat mir seine Nummer gegeben. Lei gli ha comprato una macchina. Dunque, sie hat a lui ihm ein Auto gekauft. Sie hat ihm ein Auto gekauft. Qualcuno ha chiesto di me. Hat jemand nach mir gefragt? Hat jemand nach mir gefragt? Qualcuno l'ha visto? Hat jemand ihn, Akkusativo, gesehen? Hat jemand ihn gesehen? Nessuno l'ha visto. Niemand hat ihn gesehen. Niemand hat ihn gesehen. Il nostro capo ha tre segretari. Unser Chef hat drei Sekretärinnen. Eine Sekretärin, zwei, drei Sekretärinnen. Da quando ha questo appartamento, seit wann, solo il verbo avere, hat diese Wohnung. Seit wann hat diese Wohnung? Ogni regola ha un'eccezione. Jede Regel hat eine Ausnahme, solo il verbo avere. Jede Regel hat eine Ausnahme. Questa regola non ha eccezioni. Diese Regel hat keine Ausnahme. Diese Regel hat keine Ausnahme. Ogni regola ha le sue eccezioni. Ok, questo è lo stesso. Quanti anni ha questo edificio? Edificio? In tedesco non usiamo il verbo avere per chiedere per gli anni, ma si usa il verbo essere. Wie alt ist dieses Gebäude? Come in inglese. How old is this building? Tom ha un grande problema. Tom hat ein großes Problem. Il problem è il neutro. Dunque, ein großes Problem. Ha parlato di un film famoso, lui. Er hat über einen bekannten Film gesprochen. Er hat über einen bekannten Film gesprochen. Non ha letto la lettera. Er hat den Brief nicht gelesen. L'accusativo maschile, den Brief. A volte lui ha fumato troppo. Abunsu. Hat er zu viel geraucht. Abunsu. Hat er zu viel geraucht. Quando ha cominciato a studiare il tedesco, lui, wann hat er angefangen, Deutsch zu lernen? Wann hat er angefangen, quando ha cominciato, Deutsch zu lernen, a imparare tedesco? Ha perso qualcosa, lui, hat er etwas verloren? Oder ha perso qui il, lei di cortesia, dunque haben sie etwas verloren? Ja, meinen Schlüssel. Ja, meinen Schlüssel. Ha un cattivo odore. Das riecht schlecht. Das riecht schlecht, riechen. Ha un buon odore. Das riecht gut. Das riecht gut. Lei ha aperto la porta. Sie hat
die Tür geöffnet. Sie hat die Tür geöffnet. Lui non ha fortuna. Er hat kein Glück. Er hat kein Glück. Solo il verbo avere. Lei ha vent'anni, di nuovo con gli anni usiamo il verbo sein. Sie ist 20 Jahre alt. Sie ist 20 Jahre alt. Lei ha solo vent'anni. Sie ist nur 20 Jahre alt. Sie ist nur 20. Lei ha una bella figlia. Sie hat eine schöne Tochter. Sie hat eine schöne Tochter. Chi ti ha chiamato? Wer hat dir angerufen? Wer hat dir angerufen? O dich? Dich, accusativo. Wer hat dich angerufen? Mia madre, meine Mutter. Mia moglie ha sempre ragione. Meine Frau hat immer recht. Meine Frau hat immer recht. Non ha piovuto, devo innaffiare i miei fiori. Es hat nicht geregnet. Ich muss die Pflanze oder Fiori, die Blumen gießen. Ha un bel aspetto. Er sieht gut aus. Aussehen. Er sieht gut aus. Lei ha il diritto di tacere. Lei, sie hat recht zu schweigen. Schweigen. Lei è felice perché ha ottenuto il lavoro. Er ist froh, weil er den Job bekommen hat. Er ist froh, weil er den Job bekommen hat. L'uomo è basso e ha i capelli biondi e lunghi. Der Mann ist klein und er hat blonde, lange Haare. Der Mann ist klein, dunque klein vuol dire piccolo e anche basso. Und er hat blonde lange Haare. Questa frase non ha senso. Dieser Satz ist sinnlos. Sinnlos. Ha già lavorato all'estero? Hast du schon im Ausland gearbeitet? Hast du schon im Ausland gearbeitet? Sei sposato, hai figli? Abbiamo già detto. Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Ha già mangiato? Lei, di cortesia. Haben Sie schon gegessen? Ich habe schon gegessen. Chi ha mangiato il mio panino? Wer hat mein Brötchen gegessen? Wer hat mein Brötchen gegessen? Brötchen. Lui ha capelli corti. Er hat kurze Haare. E lui ha finito il suo lavoro. Er hat seine Arbeit beendet. Oder, con fertig sein, er ist mit seiner Arbeit fertig. Er ist mit seiner Arbeit fertig. Questo è tutto per oggi. Spero che vi abbia piaciuto. E ci vediamo domani. A presto. Ciao.